Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein leckeres Rezept für Spaghetti mit Basilikumpesto und gebratenem Lachsfilet. Für das Pesto als erstes eine Pfanne bei mittlerer Hitze erwärmen, 50 Gramm Pinienkerne in die Pfanne geben und ohne Öl oder Fett ein paar Minuten darin anrösten, bis sie leicht braun sind und anfangen zu duften. Die Pinienkerne anschließend vom Herd ziehen, danach für das Pesto ein hohes Gefäß hernehmen, zwei Hände voll Basilikumblätter hineingeben, außerdem die gerösteten Pinienkerne, 50 Gramm geriebenen Parmesan, einen Spritzer Zitronensaft, eine gute Prise frisch gemahlenen Pfeffer, eine Prise Salz und zum Schluss 100 ml Olivenöl. Mit einem Pürierstab für 1 bis 2 Minuten durchmixen, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und eine cremige Soße bzw. Pesto daraus entstanden ist. Wenn das erledigt ist, einen großen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen, ...400 Gramm Spaghetti in den Topf geben und 6 bis 7 Minuten oder nach Packungsanweisung bissfest garen. Nach Ende der Garzeit mit einer Tasse etwa 150 ml Kochwasser abschöpfen und zur Seite stellen, die Spaghetti über einem Nudelsieb abgießen und zusammen mit 200 Gramm halbierten Cherrytomaten und dem vorbereiteten Pesto zurück in den Topf geben, alles einmal gut umrühren, dann das abgeschöpfte Kochwasser dazugeben und verrühren, bis alle Nudeln gleichmäßig mit Pesto benetzt sind. Für den Lachs als erstes eine Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, die Lachsfilets mit der Hautseite nach unten in die Pfanne geben, mit einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen und für etwa 3 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten, bis die Hautseite goldbraun und knusprig ist. Den Lachs anschließend einmal wenden, außerdem eine halbe Zitrone, eine angedrückte Knoblauchzehe, ein paar Zweige Thymian und einen Esslöffel Butter in die Pfanne geben und den Lachs jetzt für weitere 1 bis 2 Minuten zu Ende braten. Während des Bratens den Lachs immer mal wieder mit der geschmolzenen Butter übergießen und zum Schluss die halbierte Zitrone über dem Fisch ausdrücken und die Pfanne vom Herd ziehen. Danach können wir auch schon servieren, dafür die Pesto-Spaghetti auf einem tiefen Teller verteilen, das Lachsfilet auf den Nudeln anrichten und zum Schluss mit ein paar Zitronenscheiben und Basilikum garnieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.